Mit, was weiß ich, da 2 Jahren ist man eher so auf so Rutschern unterwegs. Das ist, kann schon gar nicht so richtig definieren. Sind es das Langlaufski, sind es Alpinski. Dann habe ich so parallel angefangen, erst den Hügel runter zum Fahren, dann ein bisschen lang zum Laufen. Und ja, also irgendwie die Liebe zum Skisport, das ist bis heute auf jeden Fall geblieben. Also ich war dann eigentlich schon, seit ich denke, bei der Tournee, und das hat mich fasziniert hier im Schattenberg Skistadion, wie es damals hieß. Da die Idole zu sehen, auch das Training zu beobachten, und das Springen hat mich fasziniert, und da wollte ich einfach auch springen, mit Langlaufski, mit Alpinski jeden Hügel gesucht, da drüber zu springen, und deswegen bin ich dann kurz vor meinem 5. Geburtstag noch dann zum ersten Mal von der ganz kleinen gesprungen. Die sieht jetzt alles anders aus wie damals, wo ich angefangen habe. 2 Umbauten, 2 größere jetzt für die beiden WMs. Und die kleinen Schanzen sehen immer noch die großen beim Trainieren. Also du kannst, wenn du als 5-, 6-, 7-Jähriger anfängst, parallel mit deinen Idolen trainieren. Und das war damals schön und ist, glaube ich, auch heute noch das Besondere. Nicht nur quasi dieser Förderunterricht, wo man quasi das Verpasste irgendwo wieder versucht hat aufzuholen. Da hat uns das, oder mich jetzt auch als Einheimischer, das Skiinternat super unterstützt, aber natürlich viele Freunde. Ich habe auch viel Zeit hier verbracht, auch wenn ich nicht hier geschlafen habe. Drunter ist ja der OSP, wo man natürlich mit der Kraftalp dann hier auch viel unser Krafttraining machen. Und ja, natürlich ist die Schule und damit verbunden das Internat irgendwo ganz großer Meilenstein gewesen von meiner Karriere. Weiter geht's. Das Schöne hier eigentlich ist, es ist sowohl im Sommer als auch im Winter relativ gut erreichbar. Natürlich über die Nebelhornbahn, aber auch ja, aus vielen anderen, von vielen anderen Seiten, über den Schattenberggrat, aus dem Eutal raus und im Winter eben hier auch als Skigebiet, als Skitourengebiet, wo ich hier viel unterwegs bin, und der Seealpsee dann auch noch als Abkühlung, also da ist wirklich alles dabei, und bin wirklich sehr, sehr gern hier. Ich bin hier mit langen Wintern, mit schönen Tiefschnee-Erinnerungen aufgewachsen, und ich hoffe, dass ich das meinen Kindern irgendwann mal mitgeben kann. Ich glaube, da muss man irgendwie alle einfach auf die Umwelt, auf die Natur, soweit es einfach möglich ist, Obacht geben. Natürlich weiß ich, dass ein Leistungssport, wie ich den betreibe, jetzt nicht das Optimale ist, aber ich glaube, es gibt viele andere Punkte, wo man dann auch seinen Beitrag leisten kann. Ich meine, Fissmann unterstützt mich da nicht nur jetzt als natürlich mein Partner über lange Jahre auf dem Helm, auf der Mütze, sondern jetzt auch, wenn es Richtung wo ich meine Zukunft langfristig verbringen will, und das ist ganz klar Oberstdorf hier. Da entwickeln wir zusammen, also ich mit Fissmann, einfach eine coole, nachhaltige Strategie, wo man einfach sagen, man kann die Möglichkeiten, wo es jetzt gibt im Eigenheim, dass man da so autark und so nachhaltig wie möglich einfach das baut, das plant, und das ich dann meinen oder deren Generationen weitergeben kann. Ja, mir war, also meine Eltern haben uns viel in die Berge mitgenommen und oder viel. Aber ich konnte dann eher mit den Gipfel glänzen. Also da weiß ich eigentlich alle. War wahrscheinlich hier auch schon vor fast allen. So Blumen war mehr so mein Bruder, wo da immer alle wusste. Also ich bin mir recht sicher, das ist die Akkawitwenblume, weil nicht zu verwechseln mit der Scarpiosa, die hat andere Blätter.